So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Immer noch auf Würmeier. Endlich, könnte man auch sagen. Nachdem wir die letzten Parts so lange gebraucht haben, hier hinzukommen. So, dann gucken wir mal. Hier ist ein Fahrstuhl. Der scheint irgendwie richtig zu sein. Ich mache jetzt mal alles auf Universalgel, weil wir haben eh keinen Platz mehr. Ich habe auch ein bisschen neue Sachen ausgerüstet, aber nicht viel, halt nur so ein, zwei Waffen. So, aber wir gucken erstmal, was hier ist. Kann man eine Karte anmachen? Zellenblock B. Ich laufe jetzt einfach erstmal hier lang. Fahrstühle sind meistens immer die richtige Wahl, deswegen gehe ich jetzt mal hier. Oh ja, es sind tatsächlich Zellenblocks. So, was haben wir denn hier gefangen? Auch Salarianer anscheinend. Okay, bei denen ist die Indoktrination also schon etwas weiter fortgeschritten. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Okay, wer bist du überhaupt? Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Manus Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Ja, unter den richtigen Umständen. Aber was ist eigentlich mit dir passiert? Was haben die ihnen angetan, Soldat? Experimente. Wofür, weiß ich nicht. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß. Ich will einfach nur raus. Hier stimmt was nicht, Commander. Ja, er wirkt schon irgendwie komisch. Aber andererseits können wir den noch nicht zurücklassen. Ich riskiere es mal wieder. Ich bin einfach zu gutmütig. Wenn wir ihn nicht rauslassen, ist er so gut wie tot. Sie müssen was tun. Irgendwas. Ja, mich hier zu lassen wäre nicht cool. Gar nicht gut. Es ist so eng und der Lärm hört einfach nicht auf. Flüstern kann laut sein, wissen Sie? Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Ja, komm. Wir riskieren's. Lassen Sie ihn frei. Er könnte uns helfen. Jawohl, Sir. Sie werden feststellen, dass ich sehr gut Befehle ausführen kann. Das sollte ich sein. Ich höre sie immer und immer wieder. Warum werden sie wiederholt, wo sie doch so simpel sind? Verdammt simpel! Da drüben! Na gut, das war diesmal ein kleiner Fehlschlag. Aber wie gesagt, die sind jetzt nicht die stärksten. Okay, da hat die Ashley mal recht behalten. Aber gut. Ah. Hier können wir noch was hacken. Was kriegen wir denn dafür? Ah, nur Codex-Zeugs, okay. Gut, dann laufen wir jetzt mal hier wieder runter und gucken, ob sich da noch mehr Gefangene aufhalten. Oder ob uns da etwas anderes erwartet. Da sind auf jeden Fall viele rote Punkte. Hallo? Ah ja. Das sind auch Indoktrinierte. Naja, kann man ja nicht ändern, ne? Okay. Ja. Aber wir hätten uns doch ewig Vorwürfe gemacht, wenn wir es nicht wenigstens versucht hätten, die Leute da rauszuholen. Okay, die Tür ist zu, da geht's nicht weiter. Gut. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Kiste. Ach ja, komm. Machen wir es jetzt. Komm, wir nehmen jetzt auch nichts mehr mit. Bringt jetzt eh nichts mehr. Sind sie auch schon so gut wie fertig. Okay, hier geht's anscheinend überhaupt nicht durch. Gut, dann lassen wir das und gehen wieder zurück. Das bringt ja nichts. So. Wo waren wir denn hier? Das ist alles sehr verwinkelt und komisch. Aber hier müsste doch irgendwo... Genau, dann laufen wir jetzt zum Fahrstuhl. Weil das ja noch die einzige Möglichkeit war, wo es noch lang geht. So, und dann werden wir mal sehen, ob uns das was bringt. Aber wir rufen ihn auf jeden Fall erstmal. Hallo. So, los geht's. Guck mal, wo der uns hinführt. Geht's hoch oder runter? Man sieht gar nicht, dass wir uns bewegen. Aber offenbar haben wir uns bewegt. Oh. Okay.
Da stehen Husks und die werden wohl, an denen wird wohl gerade rumexperimentiert. Welcher kranke Typ macht sowas? Stase-Konsole. Ah, die werden also gefangen gehalten quasi. Sie können nicht da raus. Ah, jetzt sind sie frei. Okay, na, was soll's. Ah, da war ein Wissenschaftler. Sah aus wie eine Asari. Aber die wurden, denke ich mal, auch indoktriniert. Egal, wir ballern hier einfach alles zu Klump. Ist mir egal. Ah! Okay, da in der Mitte war wieder eine Tür, wo es weitergeht. Ich glaube, ansonsten sieht es auch nicht so aus, als würde es hier irgendwo weitergehen. Wir werden noch das hier schnell hacken. So. Oh. So. Egal. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen und werde, sobald wir die Chance haben, wieder mal was zu verkaufen und so weiter, werde ich das mal alles machen. Das ist jetzt gerade relativ schlecht. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Da erwarten uns wieder rote Punkte. Oh, mal wieder Geth. Und die bewachen anscheinend diese Tür. Scheint dann irgendwie richtig zu sein, wo wir sind. Okay. Hallo? Jemand zu Hause? Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Okay, und wer bist du? Lassen Sie mal hören. Wer sind Sie und was wollen Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Okay, die hört sich schon ein bisschen wirr an. Und komischerweise wird nicht auf die geblendet, wenn wir mit ihr sprechen. Muss mal wieder ein Bug sein. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Gott, diese Sequenz ist jetzt aber auch gerade verbuggt. Ja, sie hat uns auf jeden Fall den Weg geöffnet, aber wir quetschen sie noch ein bisschen aus. Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign. Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Okay, die wirkt aber noch nicht ganz verloren irgendwie. Die wirkt, als hätte sie noch zumindest den Großteil ihrer, weiß ich nicht, als hätte sie noch ein bisschen alle beisammen. So, aber nur ein bisschen. So, was meinte sie denn mit Kollateralschaden? Was meinen Sie mit Kollateralschaden? Das Signal der Sovereign ist zu stark. Wenn man zu viel Zeit in seiner Nähe verbringt, beginnt man es zu spüren. Wie ein Kitzeln am Hinterkopf. Wie ein Flüstern, das man nicht richtig hört. Man wird zu Sachen gezwungen, weiß aber nicht warum. Man gehorcht einfach. Schließlich hört man auf, selbstständig zu denken. Das passiert jedem in dieser Einrichtung. Mein erstes Testsubjekt war der Mann, dessen Ersatz ich war. Jetzt will ich einfach nur hier weg, bevor mir das Gleiche passiert. Aha. Ja, die Sovereign, falls ihr euch nicht mehr erinnert, das ist Sarens, ich sag jetzt mal Kriegsschiff. Das sind wir direkt in der ersten Mission damals auf Eden Prime begegnet. Das ist dieses riesengroße Schiff mit diesen langen Tentakeln vorne dran. Das so ein bisschen komisch aussieht, so ziemlich spitz und vorne hängen dann diese großen Greifarme runter. Erzählen Sie mir mehr über dieses Signal. Signal ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das Schiff strahlt eine Art Energiefeld aus, das die Gedankenmuster verändert. Nach einer gewissen Zeit, Tage, vielleicht auch Wochen, schwächt es auch den Willen. Man ist einfacher zu kontrollieren und zu manipulieren. Es ist jedoch ein degenerativer Zustand.
Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Nutzen. Je weniger Freiheiten ein Subjekt hat, desto weniger fähig wird es auch. Ja, klingt nach ziemlich starker Sklaverei. Warum erforscht Saren das alles? Ist nicht er derjenige, der hier die Fäden zieht? Das Signal kommt von dem Schiff. Es sorgt dafür, dass wir Saren gehorchen. Aber ich glaube nicht, dass er es kontrolliert. Wahrlich nicht. Ich glaube, er hat Angst, dass es auch ihn befallen könnte. Indoktrination läuft subtil ab. Wenn die Auswirkungen erkennbar sind, ist es meistens schon zu spät. Da könnte man jetzt denken, ob wirklich Saren hinter einem steckt oder ob auch er indoktriniert ist. Aber dafür hat er irgendwie zu klar im Kopf gewirkt. Also mal abgesehen von der Scheiße, die er anstellt. Ja, komm, die lassen wir frei. Also hau ab hier. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Ich habe es genossen. Was ist denn jetzt gerade passiert? Man hat das nie so richtig gesehen. Es war mal wieder alles so verbuggt hier. Aber egal. So, Waffenspind. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben jetzt eh keinen Platz mehr. So, dann gehen wir mal weiter. Sie haben jetzt den Weg zu Sarens privaten Forschungseinrichtung geöffnet. Dann müssten wir ja relativ nah dran sein. Hoffe ich mal. Oh, da ist auch ein Ausrufezeichen auf der Karte. So, was haben wir hier? Ein Fahrstuhl. Okay. Den fahren wir noch. Und dann müssten wir ja theoretisch da sein, wo wir hinwollen. Hoffe ich mal. So. Ich glaube, hier sind wir auch relativ nah dran. Ich würde aber sagen, weil ich jetzt glaube ich weiß, dass jetzt... Commander, sehen Sie doch. Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Ja, da steht tatsächlich noch ein Sender. Ja, da ich jetzt aber weiß, dass das alles ein bisschen länger dauern kann, was jetzt hier passiert, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut und haben in der nächsten Folge nämlich genug Zeit, darauf einzugehen. Ein kleiner Cliffhanger also. Warum steht hier noch ein Sender und warum leuchtet der so komisch und was wird uns da erwarten? Das alles werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.